Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wochendeko. Ja, ich habe gestern war es, ich weiß nicht, wann ich das jetzt hochlade, bei Instagram ein Aquarellbildchen gemalt, zum Teil in den Stories verfolgt, also euch gezeigt, zu der Entstehung, habe das jetzt ausgeschnitten, weil dafür war das nämlich auch gedacht. Wollte ich euch noch zeigen, mit was für Farben ich das gemalt habe. Findet sie gleich gar nicht. Und zwar mit diesen da. Von Palma Marketing, die Herrn Skin Tones. Genau. Ja, und das wollte ich gern verwenden. Das ist übrigens mein erster Mond. Also, es soll ein Mond sein. Der mir wirklich ganz gut gelungen ist. Ich finde den schön. Weil das Aquarellpapier recht dick ist, habe ich hier eine Schicht entfernt. Das lässt sich ganz gut machen. Ja, und ich nehme als Hintergrund schwarz. Ich wollte eigentlich erst komplett so ein Sternpapier nehmen, aber das sah irgendwie doof aus. Und ich mache einfach wieder so eine kleine, nette, feine Collage, wie immer halt. Ne? So bin ich halt. So. Der Plan ist das jetzt erstmal drauf zu kleben. Ich brauche erstmal wieder ein Papier, was ich dazwischen legen kann, damit ich nicht ganz so sehr rumschweine. Da klebt man auf Seite. Und dann kleben wir das erstmal hier schön ein. Ups. Ich muss mir mal ein dünneres schwarzes Papier holen. Ich habe leider kein dünneres gehabt. Aber da kann ich auch nichts abziehen. Ups. Habe ich jetzt überall Kleber? Ich sehe es gerade nicht. So. Erstmal die Seite hier. Ich stehe jetzt da rein. So. Und jetzt versuchen wir das mal schön hier auf die Kante zu kleben. Stück über. Jawohl, so. So. Mir das wieder rüber gedrückt, ne? Und jetzt, doch, das hat mir rüber gedrückt. Oder auch nicht? Ah, okay. Ja. Jetzt da dazwischen. Und jetzt kleben wir den Rest an. So in die Rille geknickert. Ich dachte, ich knicke das mal schön vor, aber oh, doch nicht ganz so. Ja, macht nichts. Dann können wir das halt neu knicken. Ist halt immer die Kunst, ne, bei den Heftchen da. Muss man jetzt mal den Pullover hier ausziehen. Das ist mir zu warm. Ich habe die Heizung aufgemacht. Es ist echt kalt draußen. Es war auch hier kalt. Jetzt ist es mir zu warm. Jetzt muss ich gucken. Ich hatte mir so ein bisschen Sterne, Himmel, Gedöns ausgeschnitten. Ich glaube, das wollte ich für unten nehmen. Mir hat das auch gut gefallen, aber ich denke, das sieht wieder doof aus, wenn ich das klebe. Also ich habe Bedenken, dass es scheiße aussieht, wenn ich das klebe hier. Also ein bisschen rumprobieren. Das wollte ich auf jeden Fall dahinter haben.
Ach ja. Mit oder ohne? Eigentlich könnte ich mitmachen. Ich probiere das einfach mal aus und hoffe, dass es gut zu kleben geht. Ich überlege gerade, ich hatte das, glaube ich, mit dem ganz feinen Kleber das letzte Mal geklebt, so ein Papier. Ich versuche es einfach mal. Wenn es doof aussieht, muss ich irgendwas anderes drüber kleben. Probiere das jetzt einfach mal. Der Kleber verteilt sich nämlich nicht überall ganz gut, deswegen hatte ich den genommen für das letzte Mal für so ein Papier. So, jetzt wälzt sich das schon wieder so. Das ist nämlich ein. Ach, ich vermute es fast. Ach, seht ihr das? Das ist. Ach, scheiße. Sorry, aber es ist scheiße. Versuche mal, ob ich das irgendwie besser andrücken kann. Das ganz so komisch aussieht. Und hier unten ist ja eh das Papier drüber. Ach. Tja, das war's, ne? Hier kommt mir noch die Hand drüber, aber ich habe es mir fast gedacht. So ein Mist ist das. Nun ja, ich lasse es jetzt so, ich mache es jetzt nicht ab. Ich muss jetzt das mit unten das Stück abcutten, sonst saue ich mir alles mit Kleber voll. Das ist der Nachteil von dem Leim. Und schneide mir jetzt erstmal den Rand noch mit ab, damit ich nicht noch mehr irgendwo schmier. So schön der Kleber ist, so hat er auch wieder seine Nachteile, wenn es um sowas geht. Ich verstehe so nicht, warum der sich so extrem flüssig verteilt. Es ist ja ein Glue-Stick, so wie ich meine. Nun ja. Kein Flüssigkleber, aber weg damit. So, nun ja, den Kleber tun wir gleich mal weg hier. Weg damit. So. Jetzt kleben wir mal das und schneiden das mal grob. Dass ich auch nicht hier alles voll sau, muss ja nicht sein. Schön Klebe. Also ich glaube, ich brauche viel, viel mehr Klebezettel. So, das ist jetzt auch auf die Länge dann immer der ganze Kleber. Ja, aber ich darf mich ja nicht beschweren, ne? Das ist ja nur wirklich mein Stil, den ich gefunden habe und der mir echt Spaß macht. Wo man doch echt viele, viele Möglichkeiten hat, wenn man in solchen Collagen arbeitet. Also mit solchen Collagen arbeitet. So ein bisschen wollte ich frei haben, genau. Wo ist mein Falzi, 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 Falzi? Ich habe es doch gerade gehabt. Ich gleich mal wieder nutzen hier. Und zu damit. Ich glaube, mit Zuklappen fahre ich bis jetzt am besten. Obwohl. Sag mal, es ist schon verrutscht. Guckt die Hälfte raus, ne? Aber es ist auf der Seite. Nun ja. Dann ist es so. Mein anderes Heftchen ist auch übrigens mega dick geworden. Schaut mal. Und das ist auch so verschoben. Ich denke, es ist auch durch die Papiere, wenn man zuschaut. Mache ich vielleicht mal einen Rückblick oder einen Durchblick oder wie auch immer man sagt. Flip through oder. So. Schneiden.
muss mir mal eine größere Schere hinlegen. Ist gut. So. Es ist fast der ganze Januar schon wieder rum. Das ist der Wahnsinn. Die Zeit, die rennt schon wieder. Naja. Ja, Motorradmesse war übrigens toll, aber ich muss sagen, es nimmt sich nicht viel von der anderen Messe in Dresden. Im Endeffekt ist es das Gleiche, was wir jetzt erstmal gesehen haben, nur halt größer verteilt. Ansonsten ist da nicht mehr und nicht weniger. Ja, fanden wir ein bisschen schade. Ja, aber es sind noch ein paar Händler nicht gekommen, weil sie die Messe irgendwie vorgezogen hatten und die noch ihre neuen Bikes eben noch nicht vorstellen wollten. Nun ja, sehr schade, aber kann man nichts machen. So, schauen wir mal, wie wir das hier platzieren. Ich wollte eigentlich noch das irgendwie so dahinter, aber irgendwie finde ich das ohne gerade ein bisschen schöner. Musik sagen. Kommst du her. Die Hand klebe ich noch nicht hin. Nein, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig. So. Jetzt kommt die Sonne raus. Es ist von zwar alles gefrostet. Also es ist eigentlich noch gefrostet. Sieht ein bisschen kurios aus mit der Sonne jetzt. Heute war ja dieser Blutmond. Ich habe nicht gesehen. Ich habe noch geschlafen. Aber es war, glaube ich, übel bedeckt hier. So. Bin ich noch im... Ja. Kann ich eigentlich ein Stück... Wer von euch geht eigentlich auf den Planner Day? Da ist ja jetzt auch bald der Ticketverkauf. Ich glaube, nächste Woche? Wieso? Nächste Woche? Ich weiß es gar nicht. Es war erst am 15. Jetzt haben sie es verschoben. Ja. Also ich werde diesmal im Lüchtchen gehen. Keine Lust. Ich muss sagen, wir haben die kleinen Treffen. Fand ich schöner. Hat mir mehr gefallen. Aber das ist ja Geschmackssache. Ne? Weil so klein. Habe ich hier noch eine Seite? Nee. Bei so kleinen Treffen kann man sich halt besser austauschen als bei so großen. Ich finde, bei so großen, da geht halt immer jemand unter. Also ich hätte viel mehr Leuten Hallo gesagt und das war einfach nicht möglich. Also da hätte ich mich in die Mitte stellen müssen und schreien müssen. Ja. Aber man will sich doch irgendwie mit jedem dann austauschen. Und ja, das hat man bei so großen Veranstaltungen. Hat keine Chance. Das geht halt einfach nicht. Nee, man kann es ja nicht dreiteilen.
in zwei Teile teilen oder drei Teile teilen oder vier Teile teilen. So, da klebt es noch nicht so richtig. Klebe. Warum klebst du nicht? So. So, Planänderung. Ja, jetzt habe ich ja eben ein bisschen anders dekoriert, wie immer. Es ist ja immer irgendwie ein bisschen anders. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, wie ich die Tage mache. Ich hatte die hier von. Na, dann ist Klebekram. Vielleicht nehme ich die auch und mache irgendwie so Streifen davon. Ach so, warte mal. Ich kann das so machen. Dann mach das da irgendwie so drunter und die da drauf. Ich überlege gerade. Das ist ja richtig klein. Ich muss mir das mal hier ausschnibbeln. Damit ich ungefähr die Falte sehe. Wenn es klebt, kann ich es nicht mehr abmachen. Ne? Das ist immer. Ich versuche es einfach mal vorsichtig draufzulegen. In der Hoffnung, ich kriege es zur Not wieder ab. Wenn nicht, schreie ich. Ich kriege klein tattelig hier und zitter. Ja, ganz leicht drauf gedutscht. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich werde es machen, deswegen klebe ich den Montag jetzt fest hier. Und ich werde auch die gleichen Tage nehmen. Aber die kleineren. Mit der ich mich hier schneide. Jetzt ist die Frage mit, also ohne. Mein Ding ja. Ohne. Ohne.
Also hier ist irgendwo der Cut, es ist nur ein schmaler Rand. Ich denke, ich mach's mit. Mal zusammenklappen. So. Und jetzt kleben wir erstmal die Hand hier drauf. Jetzt sind natürlich solche Papierfaser jetzt hier drauf durch das, die Schicht ab. Mich gucken, abreißen und ich würde schauen, dass ich überall Kleber hinbekomme, weil das wäre ärgerlich, wenn das jetzt nicht klebt. So, das ist natürlich ein Stück um die Ecke. So, wo ist mein Knicke? Natürlich auch ein Knick in der Hand, aber das macht ja nichts. Das ist nicht so optimal. Ich muss das, glaube ich, erstmal trocknen lassen. Ja. Schneiden auch von den Rändern ab. So, das wird halt wieder so ein ultra langes Video, aber shit happens, es ist so. It is it. It is so. So, jetzt nehmen wir Zeichentusche weiß. Ich muss sie erstmal schütteln. Die steht schon ein bisschen. So. Und der Plan ist eigentlich, da ein paar Spritzer drauf zu machen. Ich hoffe, ich kriege die jetzt ordentlich auf. Ja. So. Natürlich schon. Aber ich brauche ein Stück Papier, um zu gucken, ob die richtig geschüttelt ist. Ne, die ist unten dicker, ich merke es. Ja, dadurch, dass sie da steht bei mir. So keine Oh Gott, ich mache mich gerade weiß, wie verrückt.
Okay, ich mache hier. Ich krieg leider keine dicken hin. Keine dicken Klickse. Und nun ja. Schön noch das Lip. Schwarze hier. So sieht es dann aus. Irgendwo habe ich ein Taschentuch. Moment. Warum nicht? Doch, ich habe irgendwo eins. Ich habe doch gerade ein Taschentuch. Ja. So. Ich überlege gerade, aber ich weiß nicht, ob man das sehen wird. Ich muss mal kurz hier. Okay, das geht nicht. Ich hatte gerade eine Idee, jetzt muss ich mal kurz was ausprobieren. Nee, geht nicht mehr. Das ist den Januar tut irgendwo. Obwohl, Moment, ich habe doch. Nee, kam aber doch. Hier. Das eine ist so klein, dann nehme ich. Hier den Januar. Und den machen wir dann noch hin. Bis hier oben in die Ecke haben. Ich könnte es jetzt auch dahinter machen, aber will ich nicht. So. Ich überlege gerade, ob ich mir hier noch so kleine Sternchen hinmal. Ganz, ganz fein Pinsel. Das war ein großer Stern, egal. So, das gefällt mir sehr gut. Jetzt habe ich noch eine Idee. Ich muss mal zuschrauben hier. Nämlich. Ich habe ja noch Planetenwappons, aber ich weiß nicht.
wie das aussieht, wenn ich hier dann noch so was hinmache. Also wenn ich jetzt die grauen hinmache, ich denke, das sieht doof aus. Also könnte doof aussehen. Obwohl, wenn ich so einen großen, so einen kleinen noch dahinter mache, das könnte gar nicht so schlecht aussehen. Also wenn ich jetzt so einen lilan hinmache. Ich mache das einfach mal. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, die Idee. So finde ich doof, aber andersrum wäre cool. Ich mache das einfach. Und wenn es scheiße aussieht, dann ist das halt so. Und wenn es gut aussieht, dann ist das halt auch so. Nee. So machen wir das. So, und den kleinen noch. Ja. Bringt ja nichts, wenn die nur gut aussehen bei mir hier. Und ich die nicht benutze. Okay, es ist dunkel, aber das ganz dezent fallen sie auf. Ganz dezent. Also es sind ein bisschen dunkel. Also man kann sie ganz leicht deuten. Von daher ist nicht schlimm. Nun ja, dann deutet man sie halt ganz leicht. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich das abgemacht und jetzt weiß ich, bin ich mir nicht, weiß ich mir, wo ich machen soll. Mach den gleich hier hin, dann mach ich ihn hier hin. Dann mach ich ihn andersrum und hier irgendwo hin. So. Jetzt bin ich verwirrt. Ja, jetzt drehen wir um. Großen noch hier hin. Jetzt habe ich was angefangen. Ach, das ist jetzt wieder. Mich. Mich. So. Planetengeschwader. Da fehlt was. So, lassen wir das. Gut. Ja. Das ist es. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Let's find. Bye bye.